Jo, moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen. Heute habe ich einen richtigen Aufnahmemarathon hinter mir. 4 Folgen schon. Und das wird jetzt hier Folge Nummer 5. Meine Stimme wird noch nicht besser. Aber ich tue alles hier für unsere Zuschauer. Und deswegen machen wir hier mal weiter. Weiter vorspulen. Wenn ich jetzt hier bald mal den Jungs sagen kann, ihr wart die geilsten überhaupt. Sponsor wünscht Vertragsverlängerung. Ihr Sponsor Baufirma würde gerne, ja, möchten wir gerne verhandeln. Laufzeit senken erstmal. Oh, müssen wir wohl unterschreiben. Läuft wohl nichts anderes. Mitarbeiter Scouting List. Ah, noch nichts Besonderes. Christian Seitz, ja. Okay. Na gut, was gibt's diese Woche oder jetzt alles zu tun? Eigentlich nur noch den Saisonabschluss. Und den kriegen wir jetzt auch hin. Ich denke, ich kann noch nicht mit den Leuten reden. Fabian Giefer. Spitze, ey. Die Mannschaft des Jahres. Das Spielergespräch wird wohl erst gegen Ende der Woche möglich sein. Rangliste des Fußballs. Torhüter und Innenverteidiger. Torhüter. Weltklasse. Roman Weidenfeller. Internationale Klasse. Adler. Und im weiten Kreis minus 2. Im weiteren Kreis keiner. Fabian Giefer im Blickfeld. Okay. Von Innenverteidiger, da ist von uns keiner dabei. Kommt noch Außenbahn. Außenbahn defensiv, da ist von uns auch keiner dabei. Okay, Schürrle und Schmelzer waren dabei. Offensiv, Weltklasse keiner, aber im weiten Kreis. Mittelfeld, wie sieht es da im Mittelfeld aus? Die Besten, da ist nichts dabei. Rolfes im weiten Kreis und Toni Kroos. Okay, interessant. Schweinsteiger ist auch dabei. Aber Weltklasse Toni Kroos. Toni Kroos, ein sehr guter Spieler. Der wird noch richtig stark. Ich glaube, über 90 kann er noch kriegen. Aber ich glaube, den können wir uns niemals leisten. Armin Younes, internationale Klasse. Ja, spitze, Younes. Guter Mann. Und die Stürmer. Tobias Franziskus im Blickfeld. Und Crow, hätte ich was gelesen. Ciro. Ja, super, 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 super gut. Spielauszeichnung kommt ja auch bald. Oh, erstmal Auf- und Abwertung. Da sind wir gespannt. Wahnsinnig langsam. Nein. Normal. Keine Spielpraxis. Tschüss. Keine Spielpraxis. Oder zu wenig. Giefer. Konstant hohes Niveau. Okay, hat sich aber nichts verändert, ne? Oh ja, gute Leistung. Sehr schön. Reisinger. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Okay. Aber Giefer hat sich nicht verbessert. Schade. Franziskus. Sammelt der erste Erfahrung. Yay. Emre Can. Schlechtes Timing im Koffer. Was? Koffer verbessert. Yay. Corey Günther. Gute Leistung. Sehr gut. Und Stellungsspiel verbessert. Yay. Kommt in Mannschaft gut klar. Forsar. Koffer verbessert. Yes. Und was haben wir hier? Auf- und Abwehrrunde. Ja, okay. Gute Leistung. Ups, das war Ultrafix. Da haben sich einige eher schlecht verbessert. Franziskus, sehr gut. Und Tobias Klemmt in Verteidigung. Okay, 62. Da muss ich gleich mal gucken. Wo ist denn Tobias Klemmt? Hier, da haben wir ihn. Aber nur zum... Ja, nicht so. Ihr Tipp weicht von der Realtabelle um 64 Positionen ab. Das ist ein Schnitt von 3,6 und ein durchschnittliches Ergebnis. Ich habe gedacht, die Bayern werden's. Und ich habe mich auf Platz 7 eingeschätzt. Wir sind tatsächlich Platz 6 geworden. Also von daher, hier richtig die beiden. Nürnberg und Greuther Fürth steigen ab. Spielverbesserer. Sie haben Erfolgskategorie Training geschafft. Spielverbesserer. Sorgen Sie dafür, dass sich mindestens 5 Ihrer Spieler bei den Auf- und Abwertungs verbessern. Belohnung, ein paar Mark. Okay. Vertragsverlängerung bei Transfers der Woche. Aha. Jungspieler verpflichten. Herzlichen Glückwunsch. Kategorie Transfer geschafft. Okay. Zack. Sponsor wünscht Verlängerung. Jo. Summe erhöhen. Laufzeit senken. Okay, müssen wir mal unterschreiben.
Ich habe gerade Franziskus gesehen. Erreicht Trainingsziele. Hat sein Trainingsziel für Antritt absolviert und damit seine Zielliste erfüllt. Möchten Sie die Zielwerte der gleichen Fähigkeiten automatisch um 5 erhöhen? Jo, das machen wir. Oh, Talent erhöht. Aufgrund der starken Leistungen dieser Saison wurden die Talenteinschätzungen für der folgenden Spieler um 1 Punkt erhöht. Ja, nice. Hat er jetzt... Er hat 8. Spitze. Ja, super. Und Giefer hat jetzt... Zack. 7. Sehr gut. Sehr schön. Akzeptiert Vertragsangebot. Okay, ja. Ach ja, DR. Ja, ja. Linkes Mittelfeld. Er ist Publikumsliebling, Einzelspieler und Frohnatur. In der zweiten Mannschaft. Sehr schön. Talent erhöht. Wie geil ist das denn? Donnerstag, kann ich schon reden mit euch? Nein. Da muss ich auf jeden Fall was erzählen. Sponsor haben wir. Steigert sich. Ja, Jungspieler kommt zu Ihnen. Sebastian Ninu. So, jetzt, der muss sich aber auch lohnen. 7, ja. In der B-Jugend. Alles klar. Sollte auf jeden Fall... Ja, nicht mit der ersten, aber Privatlehrer. Und eine Sonderbetreuung. Er kriegt einen Mentor. Was ist denn sein Links? Wir wollen mal einen guten Mentor ihm geben. Wir geben ihm. Ne, ich möchte auf jeden Fall einen hier vorne. Digne vielleicht, obwohl er linkes Mittelfeld eher ist, aber Digne müsste vielleicht da auch gut sein. Sagen wir mal Digne. Okay. Zack. So, Mannschaft des Jahres, das können wir gleich machen. Freitag oder Samstag müsste ich das machen können. Ewige Tabelle, europäische Teams, Real Madrid, dann Barcelona. Und dann hier der Rest. Bayern da unten aber diese Saison richtig abgekackt. Okay, St. Pauli soll springen, soll verliehen werden. So, Partner oder Arbeit? Natürlich der Partner. Sponsor wünscht Vertragverlängerung, Energie, Summe erhöhen und Laufzeit senken. Ja, das unterschreiben wir. Zack, danke. Dani Schein ist wieder fit. Kaderanalyse beendet. Ja, okay. Sieht gut aus. Also hier sind wir sehr gut, ne? Da sind wir sehr gut besetzt. Vandenberg verlässt uns hier auch, deswegen Lehrgang absolviert. Ist von Lehrgang zurück. Er ist leider um kein Level aufgestiegen. Schade. Saisonziel erreicht. Sehr schön. Scouting abgeschlossen. Hier können wir kurz reinschauen. Ja, okay. So, jetzt hier. Da können wir auf jeden Fall Giefer nochmal gratulieren. Spielerinformation. Super, dass du jedes Spiel gespielt hast. Das ist nochmal schön, ihm zu sagen. Dass ihr es bemerkt habt, ich bin sehr froh. Jo, das ist schön. Und Mannschaft der Woche. Natürlich ist das jetzt schon wieder so lange her, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr erwähnen kann. Du trainierst sensationell. Zack. Wunderbar. Moralisch ist er jetzt wieder auf dem Damm. Die erste Mannschaft sieht eigentlich gut aus. Malezas. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus im Verein? Transfermarkt. Transfervorbereitung. Jetzt habe ich schon zweimal was zu ihm gesagt. Deswegen Blickfeld. Was bedeutet das? Das rote hier. Okay. Jetzt gucken wir mal Vertrag. Spieler scouten. Hat kein Interesse mit ihm zu reden. Das gibt's ja nicht. Bayern München 2, ne? Das ist ja ätzend, ey. Das ist ja richtig ätzend. Ich würde ihn gerne irgendwie dazu kriegen. Einfach mehr noch sagen. Na gut. Gucken wir mal weiter.
Lassen wir mal weiterlaufen. Ich könnte natürlich jetzt auch hier mit den Leuten reden. Team Dynamik. Boah. Gut trainiert. Bellinghausen. Giefer. Habe ich schon geredet. Lamperts. Gut trainiert. Robbie Kruse. Gut trainiert. Sind erstmal diese üblichen Sachen, die man so sagt, ne? Emre Can. Körperlich stärker werden. Irgendwas mit Kopfball. Höhere Ziele. So. Okay. Reisinger. Leon Goretzka. Immer wieder schön mit den Leuten reden. Aber 30 Ansprachenpunkte. Armin Younes habe ich schon geredet. Davon komme ich immer noch nicht mit klar. Kopfball verbessern. So, Forza. Dieser Spieler ist zurzeit nicht verfügbar. Ja. Bocek, Ronny Gabuczewski. Bellinghausen. Du hast gut trainiert. So. Zack, gucken wir mal. Saisonende. Alexander Walke wechselt. Sieht aber auch schon alt aus. Oh, Vereinszentrum ist fertig. Spitze, dann können wir mal gucken, was wir jetzt ausbauen. Also, wo war ich denn stehen geblieben? Jugendknast. Jugendzentrum, Jugendstadion, Juden, sag ich auch schon. Jugendinternat. Wie ist denn das hier? Entwicklung der Jugendspieler 2% beschleunigt. Auf 2,5, 25% weniger Ausstiege. Kostet 1,2 Millionen. Ne, 600.000. Ja, machen wir mal, komm. Das Judeninternat. Scouting abgeschlossen, Robert Walter. Scouting Liste. Aha. Ein LA. Ja, okay. Also langsam scouten wir da alles schon. Gleich kommen die Auszeichnungen. Kicker! Damit ist die Bundesliga Deutschland beendet. Wir haben eine unglaublich dramatische Meisterschaft erlebt. Die besten Spieler. Kann ich hier irgendwas anklicken? Wahrscheinlich nicht. Torschützenkönig. Lewandowski. Okay. Okay, da waren unsere natürlich nicht dabei. Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir mit oben dabei. Das Duell hat leider Leves nicht gewonnen. Schade. Relegationsdrama, Bundesliga, in die zweite Bundesliga. Mainz gegen St. Pauli steht erstmal 2-2. Danach St. Pauli 3, Mainz 5. Das heißt, Mainz gewinnt im Elfmeterschießen und ist in der ersten Bundesliga. Oder bleibt in der ersten. Zweite und dritte, Aalen gegen Karlsruhe. Aalen geht in Führung mit 1-0. Und am Ende gewinnen sie dann nochmal 4-1. Das heißt, Karlsruhe geht in die zweite Liga. Sehr gut. Spiele durch den Abstieg verfügbar werden. Klose. 19. Hier, ein Torwart. Ein ganz junger Torwart. Vielleicht als zweiten Torwart uns besorgen. Angebot unterbreiten. Ja. Dann hätten wir einen für unsere Mannschaft. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Okay. Plattenhardt. Klose, der war auch gar nicht so schlecht. Na gut. Wechsel durchaus vorstellen, Spielerperspektiven. Okay. Du bist Ergänzungsspieler. Ja. Eventuell wird er in der zweiten spielen. Vorschlag. Was ist denn hier der Vorschlag? 2017. Machen wir mal 3 Jahre. Dann hinzufügen, entfernen. Bei Abstieg. Ablösefrei. Option für Spieler.
Gehaltskürzung gar keine. Boing. Auflaufprämien nein. So, dann können wir das Gehalt noch ein bisschen runternehmen. Machen wir mal so 270.000. So, das ist fair gewesen, das Angebot. Sponsor wünscht Verlängerung. Juhu! 2 Jahre. Na, unterschreiben wir. Okay, zack. Wurde akzeptiert, angenommen. Das habe ich schon gesehen. Das freut mich echt, dass die Spieler des Jahres sogar gewonnen ist. Dass er Spieler... Oh, Fabian Giefer. Notendurchschnitt 2,55. Nächste Auszeichnung. Reisinger, 10 Tore. Ja. Lampert, 2591 Trikots. 7-mal Spieler des Spiels. Okay. Sehr schön. Und Raphael van der Vaart zum Spieler des Monats Mai. Schade, dass es nicht Younes geworden ist. Das hätte er verdient. Fanclub-Treffen. Erfolg. Sie gewinnen 6 Beliebtheitspunkte. Sportdirektor. Verhandeln. Mal gucken. Beruf Manager. Sollte er mal sich überlegen. So, zack, sonst so von den anderen. Verhandeln. Fitnesstrainer. Oh ja, der sieht gut aus. Mit den Sternen. Das ist in Ordnung. Ein Vorschlag. Akzeptabel. Zack. Geschäftsführer. Ja, Vorschlag eventuell. Nee. 200.000. Eigentlich kann er hier bei... sich das nochmal überlegen, sonst suchen wir uns einen anderen. So. Der wechselt. Sehr schön. Ist ja noch nicht so weit, dass wir hier wechseln können. Und ich glaube, wir können gleich wieder mit den Leuten reden. Fanclub treffen, neue Ablöseforderungen. Ist Vertragssituation. Ja. 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 Scouting abgeschlossen. Spitze. Felix Schulze, rechtes Mittelfeld. Jugendspieler, A-Jugend. Nö. So, ach, es ist ja schon Sonntag. Shit. Rauschte Feier mit freien Getränken. Yeah. Okay, die Beliebtheit steigt auf jeden Fall immer weiter. Jetzt nochmal Transfer. Transfermarkt. Transfervorbereitung. Blickfeld. Das muss auch klappen. Erstmal Lieblingsspieler. Nein. Er ist auf unserer Beobachtungsliste. Habe ich das schon gesagt? Lob, Interesse. Beobachtungsliste. Zack. Okay. Verhandlungsstatus. Tralala. Ob das irgendwie hier klappt, ich weiß es nicht. Die Spieler haben jetzt natürlich wenig Spielerfahrung oder Spielpraxis. Vielleicht hätte ich hier sie nochmal spielen lassen sollen. Ah, hier ist Nationalmannschaft. Okay. Na gut. Dann lassen wir es mal. Saisonabschlussfeier. Mitarbeiter nimmt an. Okay. Sponsor wünscht Vertragsverlängerung. Ja, spitze. Okay. Harte Verhandlungssachen hier. Die wollen irgendwie nie. Scouting abgeschlossen. Sehr schön. Spieler können in Urlaub. Jupp. Mitarbeiter nimmt an. Das freut mich für euch. Oh, da fällt mir ein, ich sollte mal wieder was mit meiner Freundin machen. Gruppenphase. Brasilien. Oh, jetzt wird's ja hier spannend, oder was? Aha, wer bist denn du? Ah, aus unserer Beobachtungsliste. Hier, Privatleben. Sie gehen mit ihrer Freundin Rita zur Geburtstagsfeier. Ja, okay. Partner etwas schenken. Okay. Infrastruktur. Das läuft. Auf Lehrgang schicken. So, die erste Mannschaft. Die sind jetzt alle erstmal im Urlaub. Maletas ist noch verletzt. Der ist sowieso im Urlaub. Ist ja
heißt, wir können jetzt erstmal hier vorschieben. Turnierbericht. Also, wie sieht es hier aus? Brasilien gewinnt gegen Italien 2:1. Sieht ja alles noch okay aus. Im Moment haben wir einen Konstand von 15 Millionen. Sieht auch gut aus eigentlich. Mexiko gegen Japan 3:2. Spanien, Uruguay 4:1. Und Südafrika, Tahiti 5:0. Okay. Die nächsten Spiele. Italien, Mexiko 4:2. Japan, Brasilien 1:3. Macht Deutsch Assets Gruppe A und B? Ach, Konföderation Pokal. Ich dachte gerade hier so, wo ist denn das jetzt hier? Sponsor, wo ist denn Deutschland? Sind die da nicht dabei? Ist es nicht 2014? Jo, super, Aral, danke. So, hier geht's wieder weiter, munter weiter. Gruppenphase ist ja noch dabei. Trainingsplätze ist abgeschlossen. Okay. Fitnessparcours, mal gucken. Boah, hauen wir rein. So, Mannschaft zu jung. Alles klar. Das Turnier läuft immer weiter. Es ist immer noch Gruppenphase angesagt. Die goldene Zukunft des Fußballs. Wir wissen nicht, wie stark sie sind. Reicht das Mittelfeld? Stärke? Okay. Linkes Mittelfeld. Spieler scouten. So, gucken wir mal, was er dazu sagt. Aus der A-Jugend. Was bist du? Zentrales Mittelfeld? Nö. Und du bist rechtes Mittelfeld? Nö. Oh, Julian Walker, Vertragssituation, unzufrieden. Na. Ken Ilze, unzufrieden, ja. Das tut mir leid, du bist ja eh kaputt. Für immer und ewig. Und die haben sich auch alle nicht mehr hier angestrengt. So, Halbfinale. Brasilien gegen Jamaika oder was ist das? Südafrika. Italien, Spanien. Ja, da wollen wir mal gucken. Oh, hier auch sehr gut. Ist gewechselt. So, Scouting abgeschlossen. Ach, ist es nicht wahr. Südafrika gewinnt nach Elfmeterschießen. Und Spanien. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, Brasilien ist schon mal Platz 3 gegen Italien gelungen. Und jetzt das Finale. Endgültige Ergebnisse, die Lizenzen. Jo. Aha. Scoutliste. Ja, das sieht doch eigentlich hier ganz... Ah. Hm. 6 nur. Marktwert 2,1 Millionen. Na gut. Schade, dass er nur 6 Sterne hat. Na gut. Scouting jetzt an sich. Hier mal gucken. Wir bräuchten noch vielleicht mal einen Scouting-Platz oder sowas. Deswegen gucken wir hier. Transfermarkt. Transfervorbereitung. Blickfeld. Ich mach's jetzt noch ein paar Mal. Also irgendwann muss es doch klappen, oder? Ich habe ihn schon mal gelobt. Verdammt. So, Beobachtung. Er ist mein Lieblingsspieler. Ich lob ihn nochmal. Zack. So, Vertrag. Kein Interesse, mit ihm zu reden. Ich glaube, ich hab's einfach nicht drauf. Ich weiß es nicht, warum. So, und gewonnen hat Spanien mit 4:0. War ja irgendwie abzusehen. Wie üblich, gewinnen die Spanier. Es ist Juni. Oder was ist es? Genau, im Juli gibt es dann einen Transfer und so, ne? Glückwunsch, Versprechen gehalten. Juhu! Hat Vandenberg ein Angebot gemacht? Ja, okay. Achso, nee, ich will gar nicht bei ihm verlängern. Spieler wird ablösefrei wechseln, weil sein Vertrag ausläuft. Ah ja, Disziplin unverändert, Rotation... Schlechte Leistung, blieb ohne Konsequenzen. Wenn nicht fit ist, spielt nicht. Ja, okay. Sie lagen richtig. Scouting abgeschlossen. So, 69 hat der. Linke Mittelfeld. 3 Sterne aber auch nur. Oh, das gefällt mir nicht so. Ich hätte eigentlich gerne diesen einen Spieler da gehabt.
Aber ich weiß auch nicht, was wir da machen können. So, jetzt müsste eigentlich ja bald die Transfergeschichte weitergehen. Phyllis Parcours hält noch ein bisschen an. Wir müssen erstmal hier abwarten. Ablösefrei. Ja, zu Köln. Tschüss. Ist zurzeit nicht verfügbar. Schade. Ich hätte ihn jetzt irgendwie gerne Tschüss gesagt oder so. Na gut. Joe Hart. Europa-EKG. Spielerverbesserer. Verbessern Sie Mannschaftsstärke in einer Saison um mindestens 10 Punkte. Okay. Habe ich hingekriegt, wa? Ja, Juni. Also das wird eine längere Folge. Tut mir leid, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht findet ihr es ja toll. Live von Veroni. Läuft aus. Ist noch angeschlagen. Jugendspieler entdeckt. Ihr Jugendtrainer hat Dingsbums hier verpflichtet. Boah. Neue Idee. Scouting abgeschlossen. Nicht-Abstiegsprämien werden fällig. Jo. Und Nicht-Abstiegsprämien werden fällig. Okay. Europäischer Fairnesspreis. Da sind wir natürlich nicht dabei. Admira. Oh, da sind wir richtige Vereine bei. Hab ich noch nie gesehen. Okay, jetzt geht's hier gleich rund. Juni ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht's in die nächste Saison. Das heißt, es wird nicht mehr viel hier gemacht. Saisonabschluss und dann geht's in der nächsten Saison los. Und das wird dann die nächste Folge sein. Warten wir nochmal einen Moment hier drauf, dass das Standing gerettet wird. So, erste Mannschaft. Nicht Abstieg. Platz 6. Finanzierungsergebnis 12 Millionen. Durchschnittliche Zuschauerzahl. Anzahl Neuzugänge. Feststehende Zugänge neue Saison. Anzahl Abgänge. Ja, feststehende Abgänge zur neuen Saison 26. Mhm. Im Viertelfinale ausgeschieden. Schade, ne? Duricar. Zweite Mannschaft, Platz 7. Budget. Nicht Abstieg, dritte Runde. Tralala, alles bestens. Das ist gut. Transfers. Ergebnis 1 Million übrig. Oder was? Zielsetzung, Dings. Ergebnis das. Aha. Baukosten. Spieler, der Fairste, Thomas Müller, der Unfairste, Matt Zelda, der Jüngste, Hannes Drescher, der Älteste, Jentsch, Effektivste war Gomez, Ineffektivste, Edu, Beste, aha, okay, der Joker, Tops und Flops, Beste Sturm, Dortmund, oh, es klingelt hier nebenbei das Handy, verdammt, ich muss mal ein bisschen zur Seite legen, weil ich hier gerade noch nicht unterbrechen kann. Okay. Jetzt reicht er das hier noch einmal durch. Und dann steht auch schon die nächste Saison an. FC Thunfisch. Lala! Saisonübergang! Aber ich bin nicht 16. geworden. Oder ist das für die letzte Saison? Ich verstehe es nicht. Ich bin Platz 6 geworden. Das ist für die letzte Saison irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt da nicht. Keine Ahnung. Deutschland. Beste Jugendarbeit. Puh, keine Ahnung. Fernsehgelder. Zusammenfassung. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist komisch. So, ausgelost wird DFB-Pokal. Erste Runde, Fortuna Düsseldorf. Und wir sind ein Hase. Und unser erster Gegner wird Magdeburg. Saisonbeginn 2013. Da sehen wir es. Europa-Pokal-Teilnehmer Deutschland. Leverkusen, Hamburg, Dortmund, Schalke. Und Europa-Liga, also in der Meisterliga war das gerade. Also eigentlich Champions League und Europa League. Ist Hannover, Düsseldorf und Hoffenheim. Das ist doch cool, oder? Das ist doch richtig, richtig cool. So, ist das ein Nachteil als Trainer, nie Star gewesen zu sein? Nein. So. Danke. Ich hasse es, wenn ich irgendwelche Fragen über irgendwelche Sachen machen soll. Ruhmeshalle, ja. Nein. Überschuss. Jopp.
Unteres Mittelfeld, nein, obere Tabellenhälfte. Internationaler Wettbewerb ist wieder unser Ziel. Dritte Runde auf jeden Fall. Ja. Sagen wir mal, wir schaffen die dritte Runde auf jeden Fall. Internationaler Wettbewerb, auch dritte Runde. Jobsicherheit sehr gering. Reserve 18 Millionen. Fernsehgelder, das wird ja alles mit reinkalkuliert. Wie viel? Was? 72 Millionen diesmal? Uiuiuiui. Hier haben wir ein bisschen Platz. Transfers 11 Millionen. Okay. Okay. Okay, das heißt, nächste Folge haben wir richtig viel zu tun. Manager Level plus 1 und Halle Dudes, Sie haben einen neuen Manager Level erreicht. Neu, Level 6. So, wir haben hier auf jeden Fall einiges zu tun. Und das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.